Gut, wo halte ich mich auf, Rafim? Im Prinzip könnt ihr, also Abemir habe ich beim Löffel selber vermutet, du könntest dich im Prinzip aufhalten, wo du willst. Die Frage ist natürlich, wenn du die Stadt in Brand setzen willst, gehe ich davon aus, dass und du dann noch wieder noch weglaufen wollen, dass du sehr viel ASP dafür rausballern willst. Ich weiß nicht, was du sonst noch tun kannst. Nee, ich wollte ja einmal diesen Zauber wirken, vermutlich irgendwo hier oder so, dass ich die beiden Häuser, die angrenzen, in Brand setze und dann die Kettenreaktion losgeht durch den Zauber. Damit mache ich auch hier den Teil zu erstmal. Also da ist dann halt Flammeninferno. Genau. Und dann halt Rückzug in die Burg. Also ich würde hier auf dich warten. Also wenn du willst, kannst du dich natürlich den Zornbrechtern in allererster Linie anschließen. Rafi wird ihn ja auffallen. Aber ich vermute, du wirst sterben. Nee, aber ja, Rafi vermute würde dich nicht auffallen. Nein. Das ist nicht der Plan. Ich nehme an, Ronga kann sich auch aufhalten, wo er will. Ronga würde von Rafim, wenn er das nicht irgendwie anders formuliert, auch erstmal so in Richtung Zornbrechter eingeteilt werden, weil er ihn nicht so fähig hält. Ich meine, aber Ronga kann sich natürlich gerne platzieren, wo er möchte. Also ihr könnt euch die Zornbrechter könnt euch alle mal ansehen. Das ist Nareb der dritte Zornbrecht, ist anwesend als Söldnerführer, gemeinsam mit eben all den anderen Soldaten. Euch fällt auf, die sind alle schon ziemlich korpulent. Sie sagen aber, das sind die besten Kämpfer und die Dicken haben sie zu Hause gelassen. Ich möchte zustimmen, nicken, wäre Boltax vermutlich sehr stolz auf sie. Ja, das sind die besten Truppen, habe ich auch gehört. Das sind halt keine Zwerge, ne? Aber die Zornbrechter sind halt alles ein bisschen korpulenter. Wird die Dame, die der Stadt gehört, auch hier sein? Oder hat ja, die sie zurückgezogen? Das ist Rachella Isaura Zornbrecht. Die ist auch auf der Burg und verbleibt dort auf einem der Ausgucke oder sowas. Wie gesagt, die Truppen der Zornbrechter anführen wird Lord Nareb. Sie selbst hat zwar im Prinzip den Oberbefehl als Gouverneurin, aber das war ja damals nur eine kleine Seidenplantage und wenn jetzt hier wirklich Krieg geführt wird mit über 500 Soldaten, dann wird das Lord Nareb machen, der dafür eher ausgebildet ist, so sagt man. Amos Tiljak ist auch da, das ist der Judex Maximus der Prius-Kirche in Alanfa. Der ist ja wohl auch wenn er den Namen Zornbrecht nicht führt, aber ist ja trotzdem mit dem Stammbaum irgendwie verknüpft, sodass eben auch Amos Tiljak hier ist, auch auf der Burg. Wissen die, was genau mein Plan ist? Vermutlich schon, oder? Also sie haben das mit dir teilweise auch in Alanfa besprochen und dir davon abgeraten, die Stadt so zu führen. Sie haben da ein Problem mit. Ja, aber sie können es nicht so direkt verhindern, vermutlich. Genau. Ja, können sie nicht. Okay. Sie sieht also nicht so glücklich mit meinen Plänen aus, während ich nach und nach mehr und mehr Schießpulver unter ihrer Stadt verteile. Ja, das haben sie vielleicht teilweise auch gar nicht mitbekommen. Sie sind natürlich jetzt auch mit deinem Straßenkampf sind sie zufrieden, aber dass du jetzt auch hier gerade im Vorfeld der Burg Sachen niedergebrannt hast, das konntest du natürlich noch so ein bisschen mit Sicherheit für das Haus Zornbrecht argumentieren, aber da sind trotzdem Häuser abgebrannt und damit sind sie auch nicht glücklich gewesen. Sie wissen natürlich auch nicht, dass Boltax jetzt ein Flammeninferno herbeirufen will. Das wissen sie nicht. Es sei denn, du willst es ihnen jetzt sagen. Also ich vermute, ich werde im Hause Zornbrecht nie wieder willkommen sein. Wir können das so interpretieren. Okay. Ja, ihr hattet ja bei Rabenblut, hattet ihr ja sowieso schon bei den Zornbrechtern gelitten und die hatten euch schon auf der Abschusskarte. Und dementsprechend ist es da nicht weiter schade drum. Das Haus Karinor ist eben bei euch sehr gut gestellt, aber das ist ja auch kein Karinorscher Hafen. Aus irgendeinem Grund Bonaret. Ja, Bonaret, uiuiuiui. Wollen die Schiffe im Hafen verbleiben? Weil ich würde die hier wegschicken. Es sei denn, die können natürlich nicht mehr weg. Dann ist es ungünstig für die, aber dann ist es so. Nee, wenn ihr wollt, also die Schlüsselfels und die Rotauge, die wurden teilweise ja beschädigt, teilweise auch nicht. Und auch die Versprechen aus Holz und die Stachel von Farukant, die wurden ja auch beschädigt. Man würde die als Lockvogel im Hafen zurücklassen, es sei denn, du sagst, okay. sie sollen dort bleiben. Weil wenn es jetzt ein leerer Hafen ist, dann sieht das zu merkwürdig aus. Aber hat die IOP jetzt eigentlich keine Flotte mehr? Weil wir haben ja da die aranischen Schiffe verheizt. Die habt ihr habt ja noch mehr Aran, ja. Okay, gut. Ja, das waren nur eure vier Schiffe, beziehungsweise noch ein fünftes und dann das alanfanische. Aber es gab ja unabhängig von euren vier, gab es ja noch weitere aranische Schiffe.
Ja, die Aranier sind ja nicht das Mittelreich, das nur mit 6 Schiffen angekommen ist. Ich glaube, das Mittelreich hat nur 15 insgesamt oder so. Und das, die Stern von Beilung ist ja schon eingerechnet. Also prozentual voller Einsatz. Ja, da würde ich die Geschütze aber noch von den Schiffen zumindest entfernen und alles, was halt nützlich ist, und auch die in eine Bombe verwandeln. Das ergibt Sinn, dass du dann die Rotzen abgebaut hast, irgendwie auf die Dächer, Hafenbefestigung. Vermutlich hier und hier so schwer befestigen, also diesen Teil der Festung so viel befestigen, wie ich kann. Mein Plan ist ja im Prinzip, die dahin zu locken. Okay. Dann steht der Plan. Honga. Nochmal zum Verständnis. Der Plan von Abel, mir und mir ist jetzt, die Stellung mit dem Zyklopen oder dem Geschütz so lang wie möglich zu halten, damit das so lang wie möglich schießen kann. Und sobald die Kämpfe dann so ungefähr bis hierhin vorgedrungen ist, ziehen wir uns dann zurück. Genau. Abel, mir zieht sich vielleicht auch zurück, wenn die Kämpfe hier ungefähr gekommen sind. Vermutlich. Da würde ich mal ein Auge in seine Richtung werfen, regelmäßig, dass er nicht einen Schattensprung macht. Und dann schießt er alleine drauf. Du weißt, ich bin noch eine mögliche Exit-Variante. Also zur Not benutze ich Blutmagie, um dich auch noch mit rauszubringen. Genau. Und alles. Ohne Metall. Ja, ohne Metall. Ja, na, im Vorhinein hätte sich Ronga schon darum gekümmert, dass auf der geplanten Fluchtroute die Reisesachen verstaut werden. Das heißt, irgendwie einen Rucksack im Gebüsch platziert und dann einfach dran vorbeilaufen, aufheben und weiter. Ja, richtig. Oder am Nordpor irgendwo oder so, in einem verlassenen Haus, die sind ja sowieso niemand mehr, mit je 3 Rationen für jeden und eben die ganzen Sachen, die wir sonst mit uns herumschleppen. Dass du während des Kampfes auch nicht beladen bist mit dem Rucksack, sondern nur nach dem Kampf. Auch so Sumpfschuhe, genau. So ein Quatsch, also so ein Brawl im Sumpf halt. Hört sich gut an. Ach ja, ich würde noch einen Punkt anbringen. Innerhalb der Burg Zornbrecht würde Raphim 9 Säulen errichten lassen. Symbole Chors und hätte sich einerseits den einen Paktierer dahin bringen lassen und andere 8 Gefangene genommene Piraten. Ja, das hattest du ja letztes Mal schon angekündigt und die werden dann dort angekettet. Willst du es in der Burg oder vor der Burg machen? Ich nehme an, in der Burg tatsächlich, weil das Ritual selber wird ein bisschen dauern. Okay. Gut, dann hast du da deine 9 Säulen mit Holzpfählen, an die dann deine Gefangenen gebunden worden sind. Ausgezeichnet. Ja, zur 15., 16. Stunde könnt ihr mit euren Schiffen anlegen. Das dauert tatsächlich eine ganze Stunde, bis dann die ersten Soldaten oder die letzten Soldaten von Bord gegangen sind. Die meisten Schiffe legen dann auch wieder ab. Nur 4 Stück verbleiben als Köder. Und ihr könnt in der Entfernung über Fernrohre dann auch schon erkennen, wie die erste große Flotte aufgetaucht ist. Teilweise mit Namen, teilweise könnt ihr sie nicht erkennen, aber es sind größere Teile dabei, wie die Lord Mord, die zweite zum Beispiel, die Dies Irae oder aber die Sankt Borbrat. Und ihr könnt auch eine Dämonenarche erkennen, die sich tippelnd und trickelnd über das Wasser bewegt und in diesem Verbund von Schiffen schon im Inneren befindet, aber die anderen Schiffe halten alle einen großen Abstand zu ihr. Vielleicht nicht unbedingt, weil sie Angst haben, gefressen zu werden von ihr, auch wenn das eben Kannibalismus in der Tagesordnung ist, aber vor allem, weil eine grünlich-gelbe Wolke um diese Dämonenarche herum liegt. Und ihr könnt auch an der Außenhaut erkennen, wie dort verfaulende Leibe angenagelt worden sind. Die KGA-Klassifizierung lautet Seuchenbringer. Weiß die KGA mehr über dieses Schiff oder nur den Namen und was wir auch offensichtlich sehen können? Die KGA sagt wohl, dass der Anführer ein Tlalum Borkenfraß sein soll, der nicht unbedingt Agrimot oder Charybdoroth angedient ist, sondern er hat sein Schiff so sehr verwandelt, dass es eher mit der Herrin der Krankheiten zu tun ist. Was alleine von außerhalb des Schiffes ist das sicherlich ersichtlich, aber er verschließt gerne faulende Leichen auf andere Schiffe und seine Besatzung sieht wohl auch nicht ganz so gesund aus. Sympathisch.
sympathischer Mensch, ja. Wenn man dann noch von einem Menschen sprechen möchte. Zumindest war er mal einer. Die Schiffe fahren näher und näher und während eure Schiffe dann wieder abfahren, nur die Lok- und Ködermittel dann dort verbleiben, könnt ihr sehen, wie sie ungefähr auf 10 Meilen herankommen und dann stehen bleiben und dort warten. Ihr überschlagt, es sind 50 Schiffe von verschiedenster Größe, die jetzt dort aufgelaufen sind und warten, bis die Sonne untergeht. Das dauert noch etwas länger, weil wir Hochsommer haben. Aber sie haben dort ihre Segel zusammengerefft, zwar keinen Anker geschmissen, aber dümpeln jetzt auf der Oberfläche des heißen Wassers hin und her. Ist 10 Meilen zu weit für den Ogerlöffel? 10 Meilen wirst du nicht schaffen, nee. Okay, wäre schön. Wieder eine unangenehme Überraschung. Nee, 10 Meilen schaffst du nicht. Also die Entfernung, die werden sicherlich eine halbe Stunde brauchen, Stunde, je nachdem, aber wenn die ihre Segel jetzt wieder zusammen oder auseinander gleiten lassen, dann habt ihr auf alle Fälle noch genug Vorsprung, um euch bereit zu machen und Glocken zu schlagen, aber ihr habt jetzt auch noch genug Zeit, um eure Soldaten an die richtigen Stellen zu bringen. Die Häuser wurden ja schon leergeräumt, die Zivilisten wurden evakuiert, noch die restlichen Sachen, die man noch im Vorfeld einer Schlacht ebenso tun muss. Und so macht sich ein bisschen Nervosität bei euch breit. Die Leute am Ogerlöffel stehen bereit, große Katapulte, große Steinblöcke, die geladen worden sind, unter anderem auch von den abgebrannten Häusern von Rafim, die man dann dorthin geschafft hat, um reichlich Munition zu bekommen. Fragt sich natürlich, wie viele Schüsse ihr ablassen könnt. Aber ihr habt ja noch den Uchuchu von Serpentilio, der irgendwo im Hafenbecken auf euch warten soll. Ich denke auch, wir haben ein paar Pesterfässer mit brennbarem Öl haben wahrscheinlich, falls wir Brandmunition abschießen wollen. Und dass wenn wir ein brennendes Schiff haben, da hat man ganz gute Orientierungshilfe. Die leuchten ja so ein bisschen in der Dunkelheit und dann kann man vielleicht auch andere Schiffe sehen, vielleicht. Mhm. Hoffe ich. Wie schnell schießt denn der Ogerlöffel? Ich meine, wir werden es ja ausprobiert haben. Das wird ja vermutlich kein Schnellschuss geschossen sein. Zum Nachladen. 5 Minuten. Also 5 Minuten, dann wieder die Seile spannen, nachladen, geht dann auch relativ fix. Aber das neue Zielen und also ganz grob 5 Minuten wirst du brauchen. Wenn die eine Stunde jetzt brauchen, klar, die liegen auf 10 Meilen, aber 2 oder 3 Schüsse wird es, bis die dann ankommen. Dann, je nachdem, wie lange das mit dem Uchuchu dauert. Okay, also für ein Belagerungsgefecht eine sehr sinnvolle Waffe, für ein Feldgefecht eher suboptimal. Ja, also wie gesagt, das kommt halt drauf an, wie viel der Uchuchu eben an Schaden anrichten kann. Ne? Ja. Serpentilio hat ein relativ großes Exemplar sich dann zusammengezüchtet, angefüttert, sodass, Er muss ja eigentlich bloß festhalten an bestimmten Stelle, richtig, und die Schiffe, genau, dass man die abschießen kann. Genau. Ist natürlich die Frage, ob dann die Soldaten abspringen und über den Teppich laufen. Dann könnte der Teppich natürlich selber nach den Leuten greifen. Aber der Uchuchu war ja sehr alt und sehr mächtig. Mhm. Mal gucken, was das wird. Ja, währenddessen könnt ihr sehen, wie die Sonne am Himmel orange leuchtet und demnächst wohl versinken zu beginnt. Wir haben mittlerweile die 21. Stunde und dann könnt ihr sehen, wie die Segel nach unten gelassen werden. Es gibt jeweilige Meldungen, auch von den Fernspähern, die das dann auch weitertragen, wenn es noch nicht gesehen worden ist. Und ein Schiff nach dem anderen beginnt seine grausame Fahrt. Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Warum? Warum lagen die jetzt so lange vor Anker? Naja, ich vermute, sie werden sich bereit machen, die Stadt zu stürmen und wollten das nicht bei Tageslicht tun. Naja, aber ist das Tageslicht nicht gut für die? Ich meine, für uns ist dann auch dunkel, aber wir kennen die Stadt zumindest. Naja, sie werden einiges an den Mauern und anderes gezücht haben. Also ihr macht euch keine Sorgen, mein Lord? Naja,
Sorgen ist das falsche Wort. Sie werden mit Sicherheit etwas in ihrer Trickkiste haben. Sicherheit alle genug Fackeln und wir haben ja genug. Wir werden ja hier die halbe Stadt in Brand stecken. Licht ja. Wird keine Sorge sein. Meister Abelmir, sollen wir Brandfässer laden oder Stein erstmal? Erstmal einen Stein zum Probeschießen. Wir müssen wissen, wo wir hinschießen müssen, bevor wir unser wertvollen Brandfässer verschwinden. Welches von den Schiffen sollen wir anvisieren? Eins der großen? Eins der dicken Pötte, die lässt sich einfach treffen. Okay, also nicht die Talocken. Nein. Okay, ich sehe eine ganze Menge Trirem. Und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, was das für eine Schiffsklasse ist. Gib mal her. Nee, greifst du mal in das Fernrohr an und guckst ja durch das Fernrohr. Was sehe ich denn? Ja, also von bis. Du kannst natürlich auch die Dämonenarche sehen, die dort immer noch mit ihrem Nebel anwabert. Es sind viele Schiffe, die du jetzt zur Auswahl hättest. Vor allem viele Talucken. Aber das bedeutet, dass es nicht so viele Soldaten sind. Auf den größeren natürlich dann hier so eine DS-Ire, die mag vielleicht sogar 200, 300 Soldaten beherbergen. Also ich würde schon den Trire auswählen, weil es wahrscheinlich die größten Schiffe von dem ganzen Verband sind hier. Also diese oder diese. Du siehst die Schande von Malkis. Das ist diejenige, die euch damals die Seeschlacht eingebrockt hat, beziehungsweise die dann aufgeräumt hat mit euren Schiffen. Die Schande oder die Lord Mordmord. Oder halt die Dies Irae. Als Vorschiffe, die sind prädestiniert irgendwie. Wie sieht's denn mit der St. Barbara aus? Können wir die St. Barbara auf die Entfernung überhaupt von den anderen Schiffen unterscheiden? Also es ist schwarzes Holz und rote Segel im Gegensatz zu all den anderen und dadurch unterscheidet sie sich, aber es ist eine Trireme wie die andere, nur eben schwarzes Holz. Also ich tue mir die Schiffe aus, die am einfachsten zu treffen sind, auch von der Reichweite her und für die Besatzung auch die Geschützmannschaft einfach zu treffen sind. Also den dicken Pott im Prinzip. Wahrscheinlich an vorderster Front halt, die sind wahrscheinlich auch 100 Schritte entfernt auseinandergezogen, so die etwa. Also ist ja kein so eine, die sind ja nicht dicht an dicht, sondern die haben auch einen gewissen Abstand zueinander zum Manövrieren etc. Also die Schiffe nach vorne, die wollen zuerst drin wollen. Die dicken Pette. Ausgezeichnet. So seht ihr, wie der Abstand kleiner und kleiner wird. Und dann bist du der Meinung, Abelmir, dass die Gefährnung für deinen Ogerlöffel die richtige ist und der erste Stein zumindest treffen dürfte. Gut, zieh gut und treff gut. Feuerfrei nach Ermessen. Dann würfeln wir mal den W20. Okay. Kannst du auch noch irgendwie 20 würfeln, ob der Scheiß. Hey, das könnte klappen. Die 5, ja, sieht gut aus. Nimmst nochmal Maß, blickst durch das Fernrohr, lässt noch 2-3 Klicks in der, in den schweren Mechanismus, in dem Rad dann klicken. Und dann gibst du den Befehl, ein Hebel wird gezogen, du siehst, wie es rattert, Ketten werden angezogen und dann schießt über das Tuch gespannt der große Steinblock durch die Luft, wie in Zeitlupe, kannst du es sehen. Der Ogerlöffel knackt zurück, mit einem gewaltigen Donnern bricht er wieder auf die Steine unter dir, wird dann auch wieder eingefangen und du kannst dann sehen, wie der Steinblock durch die Luft fliegt und fliegt und fliegt und dann sich senkt und einschlägt. Du siehst, wie Masten brechen, du hörst es knacken, auch wenn ihr eine Entfernung von, ja, sicherlich, das wird 800 Meter noch sein, du hörst es knacken trotzdem bis hierhin und dann verschwindet der Steinblock im Inneren des Schiffes und du hörst es laut rufen, während die Lord Mord sich erstmal nicht weiter bewegt, die anderen aber ohne anzuhalten, weiter auf euch zu segeln. Sehr guter Treffer, Mannschaft. Weitermachen so. Ein Fass rum für das Schiff, das wir versenken. Ja, es geht also los. Wenn die schon nah genug sind, dass wir die treffen können, dann werden sie auch bald schon in der Stadt sein. Währenddessen könnt ihr sehen, wie vor allem die Talucken jetzt ein bisschen nach links abdrehen, euch dann ihre eigenen Bäuche zudrehen und es dann auch vernehmlich knallt.
Noch bevor die ganzen Soldaten dann abgeladen werden, seht ihr, wie jetzt die Rotzenkugeln selbst durch die Luft fliegen. Zeitgleich knallt es von eurer eigenen Hafenanlage und ihr hört den, die ganzen Geschosse, die dann durch die Luft wirbeln, die dann nach einigen Augenblicken einschlagen, Steine, die Häuser durchbrechen, teilweise auch Brandgeschosse auf beiden Seiten. Und dass teilweise Schiffe anfangen zu brennen, teilweise seht ihr, wie Gebäude dann im Inneren dann von Holz entzündet werden und die ersten Schüsse ausgetauscht werden. Ja, während sie dann weiter und weiter nachdrehen, beidrehen und auf euch zusegeln, könnt ihr sehen, wie das Hafenbecken trüber und trüber wird und irgendwas aus der Tiefe aufsteigt. Und sich ein gewaltiger Teppich aus Grün von unten an die Schiffe andockt und legt. Dann schabt es ein bisschen. Die Schiffe werden sehr plötzlich viel, viel langsamer und bleiben dann stehen. Nur ein einzelnes Schiff, was noch weiter tepelt, sich an den anderen Schiffen vorbeidrängt und ihr seht, wie die Seuchenbringerin auf euch und den Hafen zuhält. Was wollt ihr tun? Ich nehme an, Rafim hat eine zentrale Kommandoposition eingenommen, weil er ist jetzt ja hier, er will ja auch irgendwann selber kämpfen, aber am Anfang will er erstmal kommandieren. Ich nehme an, habe ich irgendwo einen Token auf der Map? In der Mitte beim Marktplatz. Achso, da. Ich vermute, Rafim würde hier auf diesem Turm stehen und hier, wenn ich die Seuchenbringer erkenne, die scheint auch einfach direkt in den Hafen auflaufen zu wollen, oder was ist jetzt zuerst mal meine Andeutung, wie sieht's so aus? So zentral wie irgend möglich wird die den Hafen dann anlaufen und direkt in der Mitte dann mit ihren Spinnenbeinen über die Häuser drüber tickeln. Können vielleicht die Schiffe, die vor Anker liegen, mal drauf schießen? Naja, die haben wir. Ich denke, die sind sogar leer, weil ich nehme an, sogar, dass die schon gesunken sind, weil die werden bestimmt die volle Breitseite von der ganzen Marine hier abgekriegt haben. Stehendes Ziel. Genau, stehendes Ziel. Die haben zwar keine Bäuche zugewandt, aber die Rotzen hatte die dann verladen auf die Hafenbastion, sodass das wäre sehr, sehr selbstmörderisch. Ist es sowieso alles, aber wenn ihr jetzt hier noch Matrosen im Inneren dieser Bäuche dann halten würdet. Jungs sind da alle weg. Ja, Rafim, was willst du tun? Ja, ich vermute, dass die Dämonenarche noch so klein ist, dass sie über Land laufen kann, korrekt? Ja. Können im Prinzip sowieso alle. Irgendwann ist das Unwasser dann alle. Und dann müsste man sich überlegen, wie man nachtankt. Aber kurze Zeit kann jede Arche über Wasser gehen. Ja, ich nehme an, um mich herum befinden sich auch einige Meldesoldaten und ähnliches. Da würde ich Befehle in deren Richtung brüllen. Feuer konzentrieren auf die Dämonenarche, sämtliche Geschütze Feuer. Wir laden noch nach, mein Lord. Naja, mach die Bogenschützen, die Brandbogenschützen und alle anderen bereit. Detoniert die Häuser unter ihnen. Brandpfeile! Ja, und dann kannst du sehen, wie die Meldeläufer wieder loseilen die Stopfer sind zumindest damit beschäftigt, jetzt die 5 Minuten weiter rauszuholen, um die Geschwindigkeit. Die anderen Schiffe stehen, also da habt ihr jetzt mit dem Uchuchu noch ohne Probleme weitere Zeit gewonnen, aber die Seuchenbringerin haltet ihr so erstmal nicht auf. Die stört sich nicht an dem Uchuchu und die wird einfach über die Häuser auch drüber laufen.